Wieder mal kein Shiny, wieder mal kein Shiny, wieder mal kein Shiny. Tja, wieder mal kein Shiny. Wer hätte es gedacht? Tja, tja, tja. Shiny, Shiny. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr könnt es nicht glauben, denn ich glaube es selber nicht. Es ist passiert, denn das letzte Video hat so viele Fragen aufgeworfen. Ich habe das Epic-Video hochgeladen, Jagd auf Shiny Flunkiefer, und habe das alles zusammengeschnitten, dramatische Musik untergelegt und wollte euch einfach spannend was bieten mit offenen Fragen. Denn viele kamen nach dem Video an und haben auch gesagt, ja Ramses, was ist denn nun? Hast du das Shiny Flunkiefer bekommen? Hast du es nicht bekommen? Wir wissen das nicht, weil es sind so viele Raids zusammengeschnitten gewesen. Und dann am Ende hat man eins aufblitzen sehen. Und dann habe ich die App gelöscht, scheiß drauf, noch hinten reingeschnitten, oh mein Gott, wieder keins, wieder keins, wieder keins. Aber das war natürlich nur das vom Anfang zusammengeschnitten, wie es sonst immer abgelaufen ist. Denn es ist passiert, ich habe ein Shiny Flunkiefer bekommen. Das ist jetzt vielleicht nichts Besonderes, wird sich der eine oder andere denken, aber das war wirklich eine Qual. Ich habe jeden Zweier-Raid gejagt, jeden, den ich gesehen habe. Ich habe da in der Hildburg-Häuser-Gruppe gepostet und gefragt, wenn ein Zweier-Raid aufgeht, sagt mir da bitte Bescheid. Ich habe in der Bad Roderer-Gruppe gefragt, sagt mir Bescheid, in der Schleusinger-Gruppe, in der Eisfelder-Gruppe, in der Temaraner-Gruppe, überall. Ich habe die ganze Welt verrückt gemacht, auf dem Weg in die Schule zum Auslandspraktikum hin und her. Bam, habe ich angehalten, wenn ich am Straßenrand einen Shiny, ein Flunkiefer-Raid gesehen habe, habe den mitgenommen, nicht nur mit einem Account, nicht nur mit zwei Accounts, mit drei Accounts. Ich habe so viele Flunkiefer-Raids gemacht, ich kann sie schon gar nicht mehr zählen. Überall bin ich stehen geblieben. Und beste Grüße raus an Robin, der natürlich einen Shiny Flunkiefer hatte und gesagt hat, sobald er den Staub dafür zusammen hat und der Freundschaftslevel auf 3 ist, will er mit mir tauschen und möchte mir einen Shiny Flunkiefer geben, weil er es nicht mehr ertragen konnte, dass ich so darunter gelitten habe, keinen Shiny Flunkiefer zu haben. Und jetzt ist es passiert, ich habe eins bekommen aus einem Raid, aus einem Zweier-Raid, ganz im Vorbeigehen am Fahrstuhl mitgenommen, hochgelaufen, keine Kamera dabei gehabt, nicht gefilmt, gar nichts, aber den Bildschirm natürlich abgescreent und es ist eins geworden und es ist zum Mäusemelken. Ich bin fast dran verzweifelt, wie viele Raids habe ich wirklich gemacht, wie viele, und dann kommt das einfach dabei raus und ich hab... war so begeistert, als ich das Video gestern zusammengeschnitten habe, und das war richtig genial. Ich habe mich so ultra happy gefühlt einfach nur. Und die Leute kamen alle an und haben sich schon über mich lustig gemacht in den Gruppen. Dafür habe ich aber einen Shiny Flunkiefer und du nicht. Und immer wieder wurde man damit aufgezogen, dass die Leute Shiny Flunkiefer haben, dass der Ramses kein Shiny Flunkiefer hat, wohl der einzigste Mensch auf der ganzen Erde ist, der kein Flunkiefer hat. Aber die Zeiten sind vorbei und jetzt habe ich auch meinen Shiny Flunkiefer auf meinem Account, ohne zu tauschen, ohne auf einem anderen Account irgendwas von jemand anderen hin und her, und das hat gedauert, aber es hat sich gelohnt, es ist da. Und das Schlechte ist natürlich, jetzt habe ich keine Ziele mehr, weil ich wusste, ich jage jeden Zweier Raid, damit ich meine Medaille push für die normalen Raids. Da ich die 1000 legendären Raids schon voll habe, mache ich mehr normale Raids. Aber was will man jetzt noch machen? Jetzt muss man umsatteln und muss auf einer Raids gehen, um sich da noch Shinies zu holen, die man nicht hat. Das wird die nächste Aufgabe wahrscheinlich wieder sein, um da alles voll zu kriegen. Aber ich bin auf jeden Fall noch richtig happy, als es da aufgetaucht ist. Ich konnte das gar nicht glauben. Ja, was will man mehr? Und nichtsdestotrotz können wir auch mal kurz in die Flunkiefer-Übersicht schauen, wie es da überhaupt aussieht. Denn ich habe jetzt genau noch 4 Stück auf der Hand. Ein 96er mit Wetterboost, ein 98er mit Wetterboost. Ein Lucky Flunkiefer haben wir auch bekommen. Und jetzt zum Ende noch das Shiny. Also man hat jetzt wirklich alles, was es gibt. Außer natürlich ein 100er. Aber das kommt vielleicht noch zum Tauschen, denn... ich habe jetzt so viele Flunkiefer auf den anderen Accounts und andere haben so viele Flunkiefer. Wenn man da die ganze Zeit hin und her tauscht, ist vielleicht noch ein 100er dabei, vielleicht auch nicht. Das muss man sehen. Aber endlich Shiny Flunkiefer und ich raste komplett aus. Aus, das war das Stichwort. Junge! Shiny, Shiny.